Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zur neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, im letzten Spiel haben wir gewonnen gegen unseren Gegner 2-0, um genau zu sein. Und jetzt wollen wir das nächste Spiel ebenfalls gewinnen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir schon mal sicher in Liga 8. Das wäre schon mal gut. Ich habe ein bisschen umgestellt. Für Cerci spielt jetzt Giovanni da vorne. Ich würde auch gerne Uche reinstellen, weil ja, Uche und Dos Santos, das Villarreal-Sturm-Du, würde mir auf jeden Fall gefallen. Aber wir denken mal, Benzema, der ist ein Tick geiler und ein Tick besser. Aber Uche, ja, ist halt Uche, wa? Unser Gegner, der ist schon gefunden worden. Okay, und er hat die Verbindung verloren. Ach komm, ich würde sagen, wir probieren mal aus und bringen mal Uche rein. Komm, komm. Ich würde sagen, können wir mal jemand anderen reinstellen. Verteidiger, auf jeden Fall. Dann setze ich ja Kidira rein und für ZOM. Ja, Brotic reinsetzen, aber ich habe den als ZDM. Und dann machen wir da mal Groß rein und rechts würde ich sagen Carlos Vela. Der würde gut mit Dos Santos zusammenspielen. Okay. Auf geht's. Suche Gegner, der ist schon links gefunden. Alles klar. Auch fertig. Nochmal gucken, der hat die Standardaufstellung und eine 84er Bewertung. Barclays Premier League. Nein! Oh, come on. Silva, Di Maria, Aguero, Diego Costa. Und der Rest ist eigentlich, geht, der ist nicht so schlimm. Aber diese vier Spieler da, Costa, Aguero, Di Maria und auch noch Silva, ey. Boah, warum tut ihr mir das an? Der rennt eh durch, passt auf. Es war so klar, dass er durchrennen will. Das war mir eigentlich schon von Anfang an klar, aber ich versuche das Spiel zu gewinnen. Ah, nicht mit so einem Pässen. Ja, dann sowas, ja. Und dann so eine Pässe. Könnte ich mir auch mal denken. Alter, Aguero ist ja so OP. Plupp. Oh, schickes Zusammenspiel, schick. Den hast du. Oh, Vela, komm. Das wär's jetzt, das 1-0. Und da ist Uche, nein. Oh. Schade, war richtig schön gespielt. Okay. Alba. Tricksen kann ich hoch. Oh, Vela. Carlos. Vela! Oh, schade. Oh, Toni Kroos. Abseits, sag ich mal. Ja, Toni Kroos hat einen 90er Pass, ja. Richtig krass. Was macht der? Der spielt lang. Oh, Kidira. Oh, oh Gott. Alter, was hat denn der für einen Schuss drauf, die Maria? Ist ja unglaublich. Ah, Uche, komm, hast du vielleicht? Nein, nein, oh. Wäre zu geil gewesen. Alba. Jordi, Alba, da ist Toni Kroos. Was willst du denn mit Toni Kroos da machen? Was macht ihr denn eigentlich, mein Gegner? So. Oh, schade, der Passfang kam. Ah, Uche, ja. Hoch damit. Ja, mein Gegner, es wird gerade nicht so gut. Hey, wurde umgehauen.
Alba. Da ist schon wieder Toni Kroos. Warum ist denn der da immer? Ich würde auch gerne Diego Costa haben, ja. Das ist mein Lieblingsspieler in FIFA 14 gewesen. War so genial. Und am Ende kommt sowas denn durch und schießt ein Tor, ja. Finde ich in dem Fall auch eine sehr unfair. Ich versuche es mal. So. Immer in die Ecke rausgeholt. So, gleich mal LT und RT spammen. Damit könnt ihr nämlich sofort den Spieler ranholen. Sehr gut. Eigentlich soll man ja durchrennen, also da reinrennen, dann den Elfmeter damit rausholen. Alter! Ey, diese Barclays Premier League dieses Jahr. Nein, der Pass war richtig kacke. Sorry, muss ich mal umbringen. Nein, schade. Komm, ah, sehr gut, Wähler. Ich spiele sofort lange Pässe. So, Toni Kroos. Oh Gott, was? Was machen die denn? Abseits, war abseits? Oh nee. Der Schießer ist so direkt nach vorne. Ach, genau. Wie kann denn sowas in der 8. Liga sein? Gute, schicker Pass. Da stimmt ja Toni Kroos, ey. Das ist Toni Kroos! Das ist Toni Kroos! Da ist sogar Toni Kroos! Nein! Nein, nein, nein! Oh, Aguero, der geht mir auch. Also vor den habe ich am meisten Angst, weil der sofort durchrennen kann. Genau sowas, ja. So eine Pässe denn immer. Das andere ist kein Abseits. Hey, Sweaty! 1-0! Jawoll! Na komm, es muss jetzt mal sein. Sonst machen sie es ja auch nicht. So ein bindendes Sweaty-Tor. Wir hatten bis jetzt noch keinen Rage-Quit in der hier in unserem Let's Play, ja? Also. Alter, ist der. Alter, was sagt denn der da dauernd für einen. Halbzeit 1-0? Das freut mich ja am meisten. Also, er hat in der Abwehr da Company drin, ne? Der bei Hamburg groß geworden ist. Ja, bei Hamburg ist der groß geworden. Und ja, das ist einfach ein Biest in der Verteidigung. Das ist so ein guter Spieler. Der hat echt gute Werte. 34% Ballbesitz und 0 Schüsse, 0 Schüsse aufs Tor. Ja, in Ordnung, ja. Okay, zweite Halbzeit. So, jetzt holt er so Neymar und Messi rein. Passt auf. Guck mal, die geben. Ich könnte mir eigentlich schon denken, dass sie sich Coins gekauft hat, der Gegner. Die geben dafür extra Geld aus und dann können sie das Spiel nicht mal so richtig gut, also. Ich weiß nicht, was hättet ihr denn davon, Coins zu kaufen? Ich habe mir auch mal Coins gekauft, ja? Aber nur um Packs zu ziehen, keine Spieler zu kaufen. Jetzt kommt da heute Oscar rein für Azpilicueta. Da
Der Name, ich kann ihn immer nicht aussprechen, aber ich glaube, der war relativ richtig. Wollte schon sagen, ey. Ach du Kacke, was ist denn für ein Pass? Oh, 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 die Maria. Nein. Oh, gute Parade. Den darf man nicht zum Torschuss kommen lassen. Der ist so gut. Oh, Khedira mit dem Ball gewinnen. Auf Uche. Nimm den mit. Und mach den rein. Ike Shukwu Uche. 2-0. Yes. Hamador. Zack. Keine Chance für Lori. Weg da. Keine Chance. Oh, Vela. Oh. Immer in die Ecke rausgeholt. Oh, der ist gut. Der ist gut. Nein, Pfosten, nein. Pedro. Das war mit rechts. Oh, verdammt. Genau mit der. Schiedsrichter nicht mitspielen, ja? Ach, ich hatte einen Anruf, wartet mal. Scheiße, ich kann gerade nicht. Verdammt. Ach du Kacke. Gut. Kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ich musste gerade zweimal Pause drücken, Sora. Ja, das ist mal ein bisschen doof, wenn jetzt hier so ein Anruf kommt und in so ein Online-Spiel, wenn man dann nur 35 Sekunden Zeit hat. Bei NBA hat man 3 Minuten Zeit. Sich mal entscheiden. Wer ist das? Ist das? Nein, Dumbia, nein! Ach, verdammt. Er hat Dumbia drin. Pepe, klär das Ding. Und da läuft Giovanni dos Santos. Okay, die Ecke rausgeholt. Auch wenn Uchu Kopfball stark ist, ja. Oh, die Ecke ist gut. Nein, was macht er denn? Oh, Khedira! Schade. Ah, mit Dos Santos und Uchu läuft das wieder, ja? Mein Dream. Stürmert. Du. Nein. Ah! Wieso nimmt er den mit links? Den muss er mit rechts nehmen. Er hat überhaupt gar keine Chance, um wie mal durchzukommen. Und wenn dann haut er das Ding sofort nach vorne. Ist er das schon wieder? Haut es sofort nach vorne. Schade. Aber sofort nach vorne, dann steht
Und dann ist er Dumbia, ja. Schade, schade. Ey, ich wurde da umgenockt. Er spielt sofort nach vorne, der Mann. Da bin ich halt immer wieder. Meine Abwehr. Er will natürlich nicht groß schicken, ja. Und der haut nur daneben. Sowas muss er einfach machen. Aber wir führen wieder mal 2-0. Ja, gefällt mir gut in dem Spiel. Oh, was ein Tor! Was ein Tor! Huhu, dieser Pass, der war jetzt nicht so, der war schon gut, aber zack! In den Winkel. Das ist auf jeden Fall die Entscheidung. 3-0. Huhu, was ein Tor. Einfach keine Chance gegen mich. Weil es überhaupt nicht arrogant klingt oder so, aber. Wie kennt er bisher unsere Leistungen in FIFA? Ah, hat er eine gute Chance? Coleman aber. Casillas ist einfach richtig nice. Das Uche. Ah, schade. Ich hab ihn da gesehen. Er hat kurz vor Abpfiff irgendwie Pause gedrückt. Hier hat er mit, glaube ich, im Hintergrund irgendwie. Ja, das ist ein Rage Quit von ihm, also. Das Spiel haben wir jetzt gewonnen, also ich warte jetzt auch so lange. Und dann nicht verlieren können, ja? Ja, wie hässlich ist das? Wie hässlich ist das? Kurz vor Abpfiff einfach mal Pause drücken und das Spiel zum. Ja, zum Ende kommen lassen. Was soll denn das? Was geht denn in euren Köpfen vor? Ja, irgendwann wird schon die Verbindung bei ihm getrennt sein. Also ich warte doch so lange. Ist mir eigentlich relativ egal. Hat das Spiel dominiert? Boah, ist das ein. Ist das. Ganz ehrlich, aber dazu fehlen mir die Worte. Da fehlen mir echt die Worte. Ist das ein Idiot? Der hat nichts anderes verdient, als außer zu verlieren. Tut mir leid. Wolwig. Empfehle ich ihn. Alter, ist das hässlich. Wie wär's denn mal, wenn du jetzt irgendwas mal hier machst, FIFA? Als ob ich jetzt das Spiel beenden würde, ob ich jetzt hier das,
Boah, nee. Also, das auch in dem Moment perfekt erwischt. Perfekt mit dem Abpfiff. Man hört ja noch die Fans im Hintergrund. Das habe ich gerade lauter gemacht bei mir. Man hört die Fans ja immer noch. Toll. Toll. Was soll man da jetzt machen? So richtig schlecht gespielt, hat die besten Spieler und dann nix können. Damit hatten Janik und ich auch unsere Probleme mit solchen Leuten. Die mag ich ja ganz besonders, wenn die noch so durchrennen, ja, dann mit diesem Aguero, ja, der gefällt mir überhaupt nicht. Das ist doch so asozial. Da wird der verdiente Sieger so verarscht, ja, von so einem Lappen. Also, dazu könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen das ja so auch welche von euch. Also, ich denke mal nicht, dass es das welche von euch machen, aber die Leute, die sind, gehören doch einfach nur weg davon. Tut mir leid. Wenn ich das Spiel natürlich beende, wird der Abbruchmultiplikator auch natürlich voll verringert. Also ganz ehrlich, ey, da ist man schon als verdienter Sieger und dann so eine Scheiße. Naja, ich will jetzt einfach nur warten. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ja. Da sind wir wieder. Ich habe das Spiel einfach mal beendet. Ja, weil haben mich halt, ganz ehrlich, ich warte nicht für sowas, habe ich einfach beendet. Jetzt gucken wir mal rein, was passiert. Haben wir jetzt Abbruch bekommen oder nicht? Wahrscheinlich kriegen wir Abbruch. Ja. Ganz ehrlich, also, dieser Typ ist für mich gestorben. Und es zählt einfach eiskalt als Niederlage. Alter, ich könnte diesen Typen echt umbringen. Nee, nee, nee. Dazu sag ich nichts. Es ist so asozial gegenüber einem Spieler, der deutlich besser als er ist und dann so verarscht wird, ja. Alter, boah, nee, nee, nee. Ganz ehrlich, kein Verständnis dafür. Ich bin raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.